Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ray testet dein Tuning oder kurz gesagt RTDT steht heute wieder auf dem Programm. Das Format, bei dem du, aber auch jeder andere hier aus der Community sein Tuning, aber auch Design einschicken kannst. Und ja, ich schaue mir das Ganze an und beurteile das Ganze und versuche natürlich auch vielleicht den ein oder anderen Tipp mitzugeben, was mir so auffällt, was man vielleicht noch verändern und vielleicht auch verbessern könnte. Der Zufallsgenerator hat mir wieder zwei Einsendungen ausgewählt und die erste Einsendung kommt heute von Arthur. Er hat geschrieben: Hallo Ray, mein neuestes Tuning- und Designprojekt ist mal wieder ein Audi, nämlich der TTS. Das Design ist angelehnt an die Lackierung, mit der JP in den USA im TT Clubsport unterwegs war. Jedoch habe ich sie nach meinem Geschmack angepasst. Beim Tuning habe ich kein bestimmtes LI-Ziel verfolgt, sondern versucht, den TT in allen Bereichen zu verbessern, in Klammer, so wie du mit deinen Performance-Aufbauten. Ich habe 480 PS aus dem Standardmotor herausgeholt, sowie das übliche an Handling-Teilen, also Rennreifen, Rennfahrwerk und so weiter, eingebaut. Meines Erachtens ist mir ein sehr performantes Tuning gelungen, das sich auf Rundstrecken sehr wohl fühlt. Ich hoffe, dass du und jeder, der mein Tuning ausprobiert, Spaß habt. Liebe Grüße, Arthur. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Design an. Also er hat hier so eine Combo-Einsendung gemacht. Das ist ja auch möglich im Formular, welches ihr übrigens in der Videobeschreibung findet. Also wenn du auch ein Tuning oder Design oder eben eine Kombination wie Arthur einschicken möchtest, dann klick dich in die Videobeschreibung. Dort ist das entsprechende RTDT-Formular. Und ja, wie gerade gesagt, er hat eine Kombi eingeschickt und deswegen gucken wir uns erstmal das Design an. Also, ja, Forzaton machen wir jetzt nicht, das ignorieren wir mal gekonnt. Ja, auf den ersten Blick, klar, es sind halt so die typischen Audi-Sportfarben. Ich habe jetzt das Design, muss ich tatsächlich sagen, nicht hundertprozentig im Kopf, was JP da mit dem Audi Clubsport gefahren hat. Das Video, was mit JP rauskam, das ist schon ein paar Tage länger her. Aber dessen ist es ja auch gerade egal. Ich finde, der hat es richtig, richtig geil umgesetzt. Also ich habe hier eigentlich wirklich nichts zu meckern. Vielleicht das Einzige, was man hätte machen können, was mir so spontan auffällt, dass man vielleicht das OZ-Racing vielleicht nicht so auf den Kotflügel hinten setzt, so, weil das ist ja sonst so ein bisschen abgeschnitten, wenn ihr versteht, was ich meine, wenn du, Arthur, verstehst, was ich meine, dass man das vielleicht ein bisschen weiter nach rechts setzt. Aber das muss man gucken, ob das dann optisch überhaupt noch gut wirkt, weil jetzt von weiter weg sieht es eigentlich sehr, sehr gut so aus, auch vorne. Da passt es schon sehr, sehr cool. Was mir auch aufgefallen ist, das ist aber auch wieder so eine Sache, das muss man einfach mal gucken, vielleicht diese Neigung, die man ja hier hat von dem Dunkelgrauen, dass man das eher mehr also an die Karosseriekante, nennt man das so Karosseriekante, ich würde es jetzt einfach mal so nennen, also vom Heckteil bzw. vom Seitenteil, dass man das eher genauso auf diesen Schnitt legt, dass es so schön bündig ist, weil so überlappt es ja ein bisschen, da geht ja unten ein bisschen ein weißen Fleck rein und oben eben der dunkelgraue Fleck geht da ein bisschen rüber. Ist aber, denke ich, schwierig, weil das auch so ein bisschen so einen Bogen macht oben. Ja, müssen wir halt mal schauen, aber wie gesagt, auch von weiter weg sieht es sehr, sehr stimmig aus und sehr, sehr gut aus. Auch, muss ich sagen, die ganzen, ja, sagen wir mal, kleinen Sticker, nenne ich es jetzt mal, wie der KKK-Turbolader, das ist sehr, sehr cool. Damals wurde das ja sehr, sehr oft verbaut. Als auch eben das Quattro-Logo, das OZ-Racing-Logo, Audi Sport und so weiter. Das sieht alles sehr, sehr gut und detailliert aus und das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich allererste Sahne, also auch wieder ein Design, was ich auf jeden Fall zu den absolut besseren zählen würde. Also bis jetzt, muss ich sagen, sind wir in Horizon 4 im RTDT-Format, ja, sehr, sehr verwöhnt worden. Also top, muss ich sagen. Also das Design, muss ich ehrlich sagen, werde ich auch drauf lassen auf dem TTS. Also es sei denn, ich möchte ihn mal wieder in der Serie fahren mit Serienoptik, aber ansonsten, ja, das ist top. Also da gibt es von meiner Seite eigentlich nichts anzumeckern. Also wie gesagt, das ist Kritik auf sehr, sehr, sehr hohem Level. Und vor allem gerade sowas ist ja auch immer dem Künstler irgendwo überlassen. Ja, sowas ist ja auch irgendwo eine Kunst. Und Kunst zu kritisieren, ne, ist immer schwierig. Das ist einfach nur so meine Meinung, was könnte man noch machen, aber
Ob man es dann macht, die Entscheidung liegt natürlich bei Arthur. Das gleiche gilt auch fürs Tuning. Beim Tuning, bevor wir da rausspringen, würde ich sagen, gucken wir ganz kurz mal noch an, was denn da passiert ist. Wenn ich jetzt, ich glaube, ich muss es wieder zurücksetzen, ne? Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber ja, das Design möchte ich natürlich immer mit Tuning zeigen. Deswegen können wir aber trotzdem hier mal drauf gehen, dann sehen wir den Unterschied. Also wir haben auf jeden Fall eine ordentliche Leistungssteigerung von 231 kW auf 354 kW. Vom Drehmoment steigert sich das Ganze auch ein gutes Stück von 380 Newtonmeter auf 523 Newtonmeter. Gewicht, da nehmen wir, denke ich mal, mit am meisten ab, also über 200 Kilogramm weniger. Die Gewichtsverteilung wandert auch mehr in die Mitte, was sehr, sehr schön ist. Wir kommen auf einen Leistungsindex von 887, das hat er ja auch geschrieben. Es war kein Ziel, irgendeinen Leistungsindex anzustreben, also hätte die 900 sicherlich voll machen können, wollte aber allerdings nicht machen. Er hat gesagt, okay, ich baue einfach mal so ein, dass das Ganze irgendwo performant wird. Ja, zu der Leistung, 384 kW müssten umgerechnet so um die 480 PS sein. Also schon ein ordentlicher Wert. Und jetzt laden wir das Ganze nochmal drauf. Und dann würde ich sagen, gehen wir raus. Und damit kommen wir auch tatsächlich zur ersten Änderung in der heutigen Folge. Beziehungsweise heißt die erste Änderung, die einzige Änderung in der heutigen Ausgabe. Und auch für alle zukünftigen RTDT-Ausgaben. Denn es gab eine Kritik, dass wenn ich immer über die Schwächen der Fahrzeuge laber, wenn wir auf die Teststrecke gehen, sieht man das aber nicht während der Teststreckenfahrt. Weil die Teststreckenfahrt, die ich ja betreibe, ist ja nahezu ja, fehlerfrei. Ich versuche ja wirklich die Fehler zu minimieren und die Fehler, die ich quasi an den Tunings, wenn man es den Fehler nennen kann, sagen wir Schwächen der Tunings, die ich da ankritisiere, die sieht man halt einfach nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, drehen wir das doch einfach um. Wir fahren ersten Rennen und gehen da vielleicht ein bisschen auf ein paar Fahreigenschaften ein, die mir positiv sowie negativ aufgefallen sind, die man dann vielleicht auch anschaulich direkt zeigen kann. Und machen dann zum Abschluss der Tuning-Bewertung, wenn man das so möchte. Oder ja, Bewertung ist eigentlich immer falsch. Ich bewerte ja nicht direkt. Ich analysiere viel mehr. Ich schaue mir das Ganze so ein bisschen an. Und versuche halt einen Tipp mitzugeben, wenn man es dann halt kann. Ja, also das muss man auch immer noch dazu sagen. Es ist ja keine Bewertung, wie gesagt, der kriegt jetzt von mir 8 Sterne von 10 oder sowas, das mache ich ja nicht. Ich glaube, das ist auch schwierig, denn auch beim Tuning, ähnlich wie beim, ja, beim Künstlerischen, ist es halt so, dass man, ja, dass der Tuner ja das auf seinen eigenen Fahrstil irgendwo anpasst und wenn das nicht mit meinem Fahrstil konform geht, dann, ja, wäre das auch ein bisschen unfair, zu sagen, okay, ich bewerte das Ganze. Also es ist schon eine Art der Bewertung, weil ich schaue mir das ja an und sage was dazu, aber es ist halt mehr so ein Anschauen und vielleicht einen Tipp mitgeben oder wie auch immer. Ja, aber kommen wir doch mal zu den Fahreigenschaften. Natürlich bin ich das Fahrzeug schon ausführlich gefahren, denn die Teststreckenrunde habe ich ja schon absolviert. Die werdet ihr gleich noch sehen. Ich muss einfach sagen, vom ersten Moment ab, als ich dieses Fahrzeug, als ich den TTS hier von Arthur getuned gefahren bin, dachte ich so, what the fuck hat er bitte mit diesem Fahrzeug gemacht? Das Ding schiebt unglaublich nach vorne. Klar, das Ding hat super wenig Gewicht mit 1,1 Tonnen. Und mit 480 PS bestimmt nicht gerade wenig Leistung. Aber das Ding schiebt nonstop nach vorne, fährt super geil um die Kurven. Das macht richtig, richtig Laune. Einzig großer Kritikpunkt, der mir aufgefallen ist. Und das ist wirklich, ohne Scheiß, Leute, das ist wirklich Meckern, wenn man es überhaupt Meckern nennen kann, auf absolut höchstem Niveau. Und wahrscheinlich ist es auch nur Meckern oder beziehungsweise ankritisieren, auf meinen eigenen Fahrstil bestimmt. Und zwar dadurch, dass er ja die Aerodynamikteile angebaut hat, finde ich, dass in schnellen Abschnitten, da wo die Aerodynamik am meisten wirkt, das Balancing von vorne zu hinten, also vom Splitter zum Heckflügel, nicht so ganz hundertprozentig passt. Das ist aber wirklich minimal. Das sind vielleicht ein paar Kilogramm Anpressdruck, die ich verändern würde. Und zwar konkret gesagt, er bräuchte vorne ein bisschen mehr Anpressdruck im Verhältnis zu hinten. Ich weiß es nicht an Arthur, wie du die Aerodynamik eingestellt hast, ob du dir volle Pulle eingestellt hast oder ob du da irgendeinen Mittelwert gefunden hast. Aber auf jeden Fall versuche mal, nur ein Tipp von mir und klar, es muss zu deinem Fahrstil passen. Es kann sein, dass es gar nicht passt. Aber so ein kleiner Tipp von mir, versuche mal wirklich hinten den Heckflügel entweder ein bisschen zu reduzieren, also hinten ein bisschen weniger zu machen oder vorne ein bisschen mehr, weil in ganz, ganz schnellen Abschnitten hat man einfach so das Gefühl, dass das Fahrzeug, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen schon untersteuert, so ein bisschen nicht so richtig einlenken möchte mehr. Und vor allem, wo das direkt auffällt, ist, dass es wirklich an der Aerodynamik liegt und nicht am Fahrwerk,
Weil normalerweise könnte man auch sagen, okay, man macht ein Fahrwerk vorne ein bisschen was weicher, zum Beispiel Stabis oder so weiter oder Federn oder Dämpfung vor allem könnte man ja auch vorne weicher machen, um das zu reduzieren. Nee, wo man das deutlich merkt bei diesem Setup, ist tatsächlich, wenn man in langsamer Kurven reinfährt, da wo die Aerodynamik nicht mehr so wirkt, da fährt das Fahrzeug extrem geil über die Vorderachse und dann aber wiederum in den schnellen Abschnitten nicht mehr so geil. Und daran merkt man, dass hinten ein bisschen im Verhältnis zu vorne mehr Anpressdruck herrscht. Und deswegen das so minimalst ändern, ein paar Kilo, vielleicht so 5 Kilogramm Anpressdruck Unterschied machen nochmal, von vorne zu hinten. Und das Ding, glaube ich zumindest mal, wäre nochmals besser. Zumindest mal würde es zu meinem Fahrstil besser passen und vor allem das Verhältnis zwischen schnellen Kurven, da wo der aerodynamische Grip wirkt, im Vergleich zum mechanischen Grip in langsamen Kurven, wäre, glaube ich, dann ein Ticken nochmal besser. Insbesondere auf der Teststrecke merkt man das sehr, sehr gut, weil die Teststrecke, die wir ja haben, sowohl schnelle als auch langsame Abschnitte irgendwo mit drin hat. Und wir machen jetzt tatsächlich ja auch nochmal ein zweites Rennen, weil die zweite Einsendung, die der Zufallsgenerator heute gewählt hat, ist nur ein Tuning, da müssen wir nicht mal ein Design anschauen, deswegen können wir heute ein bisschen mehr Action auch machen und wir sind ja hier ja fast an der Leistungsgrenze von S1, also von der S1-Klasse, dementsprechend sind die Rennen ja sowieso schnell gefahren. Können wir ruhig hier nochmal ein Rennen machen, bevor wir auf die Teststrecke gehen. Aber wie gesagt, das ist wirklich das Einzige, was mir aufgefallen ist an diesem Fahrzeug. Man könnte schon fast sagen, das Fahrzeug fährt wie auf Schienen. Und wirklich an alle Zuschauer, die jetzt hier zuschauen und auch an alle Tuner, die wir hier haben in unserer Community. Und wir haben wirklich viele gute Tuner in unserer Community. Aber ich würde schon fast behaupten, das Ding ist ein neuer Maßstab. Also ohne Flachs, ich bin das Ding gefahren und dachte so, what the fuck, das ist arsche geil. Und erst am absoluten Limit ist mir das dann halt so ein bisschen aufgefallen, das, was ich gerade eben ankritisiert habe. Ich will nicht näher drauf rumreiten, ja, weil das ist wirklich absolut auf höchstem Niveau, die Kritik. Und wie gesagt, man kann es nicht mal direkt Kritik nennen, weil ich glaube sogar, dass es auch ein bisschen fahrstilabhängig ist. Vielleicht ist Arthur sein Fahrstil halt eben nicht so wie meiner, was ja auch nicht schlimm ist, was ja auch völlig normal ist, dass nicht jeder Fahrstil gleich ist. Und dann ist es auch perfekt. Aber ja, vielleicht ist aber genau die Kritik, die ich vielleicht jetzt gerade hier mitgebe, oder den Tipp, den ich mitgebe, genau das, um das Fahrzeug oder beziehungsweise das Tuning perfekt zu machen. Also performant getuned auf alle Fälle. Das Ding ist der Wahnsinn. Bombe. Schnappt euch den TTS, schnappt euch das Tuning mal und ihr werdet feststellen, das Ding ist der Hammer. Das Ding macht, was es will. Es fährt, wie es soll. Es ist krank. Es ist wirklich so. Also ich muss wirklich sagen, es ist einfach Bombe und ich bin da nicht nur aus Spaß voll des Lobes. Top Job. Wirklich. Und wenn ich jetzt doch Sterne vergeben müsste, dann glaube ich, um einfach die Möglichkeit zu geben, wenn 10 von 10 Sterne die Perfektion ist, dann würde ich dir 9,9 geben. 9,9 Sterne, ja, wenn das irgendwie geht. Also quasi der letzte Stern hat halt einen Zacken nicht so ganz ausgefüllt sozusagen, aber nee, also wirklich Bombe. Also das ist Next Level, was wir hier gerade hier haben im RTDD-Format und wir haben schon wirklich viele, viele mega geile Tunings gehabt und ja, da muss ich mich beim Zufallsgenerator bedanken, dass er halt ja per Zufall genau diese Einsendung ausgewählt hat und ich glaube auch, dass wir immer wieder mal so ein paar Schätze ja halt schon einfach noch nicht gesehen haben, weil ich muss es halt leider vom Zufall abhängig machen, denn es kommen so viele Einsendungen rein, da kann ich nicht sagen, ich arbeite sie nach der Reihe ab, weil das ist auch irgendwie nicht so das Ding, deswegen der Zufall ist, glaube ich, das fairste Mittel und deswegen danke an den Zufall, dass du mir und uns vielmehr dieses Design, was wirklich auch on point ist und dieses Tuning, was auch on point ist, also ja, voll des Lobes an Arthur, aber ja, ich würde sagen, ich habe, glaube ich, alles jetzt schon dazu gesagt zu diesem Fahrzeug und ich glaube, die Teststreckenrunde, die muss man jetzt einfach genießen. Deswegen, ich gebe mal einfach vollen Spielsound, auch wenn jetzt der TTS-Motor nicht jetzt allererste Sahne klingt, aber trotzdem, das muss man einfach mal reinziehen, weil ich kann euch schon mal versprechen, die Teststreckenrunde mit dem Ding ist der Hammer. Ja, das Ding hat abgeliefert und ich labere jetzt gar nicht lang rum. Wir gehen auf die Teststrecke und schauen, was das Teil abgeliefert hat.
Und da mal die Zeit stehen, eine 1:55.302 und ihr seht schon, auf der allgemein besten Liste würde dieser TTS getuned von Arthur einen Porsche 911 GT2 RS schlagen. Und das nicht nur irgendwie, sondern um 9 Zehntel oder beziehungsweise fast schon eine ganze Sekunde. Und das sagt einfach schon alles aus. Und achtet auch mal auf den Forza-internen Leistungsindex. 887 haben wir. Und wir schlagen ja ohne Probleme ein Fahrzeug, was sich da drüber schon befindet, mit 910. Ihr seht ja auch den Noble M600, welcher ja schon wirklich super, super genial ist auf S1 900 in der Serie. Aber das ist schon echt absolut krank. Ihr habt ja auch gesehen, kleiner, ich sage jetzt mal, Fehler war drin in der Runde. Davor ist man natürlich nie so richtig gewappnet. Also da kann man schon sagen, so vielleicht diese 3 Zehntel, die ja jetzt da noch entfernt ist, um eine 1,55 glatt zu machen, wären dann vielleicht auch noch möglich gewesen. Wobei, ich glaube, so viel Zeit hat es nicht gekostet. Es sieht noch schlimmer aus, dass ich da die Wand oder die Mauer ein bisschen touchiert habe. Wenn man mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit achtet, habe ich da kaum verloren. Also die Zeit war schon echt Bombe. Ich habe, wie immer, bei allen Durchläufen mir wieder 5 Runden gegeben, also 5 Runden, die keinen großen Fehler drin hatten. Also wenn ich jetzt irgendwie komplett von der Strecke abfliege, was hier kaum passiert ist, muss ich sagen, weil das Fahrzeug einfach so gut auf dem Asphalt klebt, breche ich es natürlich ab. Das zählt dann nicht zum Versuch, sondern nur 5 Versuche, die wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen werden, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt kein größerer Fehler dabei gewesen. Wie gesagt, das Einzige, was so ein bisschen schwierig war, aber da wiederhole ich mich, war einfach halt diese Mischung zwischen: Wann bin ich im aerodynamischen Gripbereich und wann bin ich im mechanischen Gripbereich, weil da sich das Fahrzeug ein bisschen unterschiedlich verhalten hat. Deswegen da, wie gesagt, an Arthur, versuch mal die Balance da im aerodynamischen noch ein bisschen hinzubekommen. Ich glaube, das Fahrzeug wäre dann einfach noch mal ein bisschen einfacher zu handeln und es wäre auch schneller. Natürlich nicht viel, aber es wäre schneller und es wäre angenehmer, im Grenzbereich zu fahren. So, aber ihr wollt natürlich wissen, wo sortiert sich dieses Fahrzeug, dieses Tuning mit dieser Zeit in der RTDT-Bestenliste ein? Und das will ich euch nicht vorenthalten. Und ja, die Bestzeit, die aktuelle Bestzeit wird sowas von zerschmettert. Ja, das muss man einfach mal sagen. Über 3 Sekunden schneller. Und das ist einfach der Wahnsinn. Ja, also ich glaube, die Zeit wird in der Leistungsindex-Klassenkategorie noch eine Weile stehen. Aber lassen wir uns überraschen, was die Zukunft noch so bringt in diesem RTDT-Format, was ihr noch für geile Tunings einsendet. Also auch falls du sagst, hey, ich habe da ein Auto, das auch so um die S1-900-Klasse ist. Ich glaube, der könnte es mit dem Audi aufnehmen. Ja, dann schick doch sehr, sehr gerne dein Tuning ein. Aber das soll es noch nicht gewesen sein heute. Wir haben noch ein zweites Tuning eingesendet bekommen, beziehungsweise der Zufallsgenerator hat es ausgewählt. Und ihr seht schon im Hintergrund ein 1er M. Und da hat der nur 24-Stunden-Racer Folgendes geschrieben dazu. Hey Ray, mein kleines, fast schon Sleeper-ähnliches Fahrzeug mit einer Stufe von 849 in der S1-Klasse ist er auf einem Niveau mit den anderen Sportwagen. Hat zwar weniger Leistung als zum Beispiel ein McLaren 570, aber auch weniger Gewicht. Sehr viel Grip und eine gute Übersetzung machen ihn zu einem echten Biest für die Straße. Da das Auto leider in FH3 nicht drangekommen ist, reiche ich ihn dieses Mal sehr früh ein und hoffe, dass er sich dieses Mal beweisen kann. Liebe Grüße, der 24-Stunden-Racer. Ja, da haben wir auch eigentlich genau das, was ich vorher schon angesprochen habe. Viele, viele Tunings haben irgendwie, kamen nie irgendwie dran, die da irgendwo noch versteckt sind bei diesen ganzen Einsendungen, wo wirklich top ist. Aber da muss ich den Zufall wählen lassen. In Horizon 3 hat es nicht gereicht, jetzt aber hat es gereicht. In Horizon 4 kam er mit rein und hoffen wir mal, dass das Tuning hier auch in Horizon 4 funktioniert. Wie gesagt, Design hat er nicht eingeschickt, deswegen das Fahrzeug habe ich jetzt einfach in so einem Standard, sehr dunklem Grau gelassen. Es ist eigentlich schon fast schwarz und die Felgen, die er für sein Tuning gewählt hat, sind halt diese pinken ADV1-Felgen. Also Design ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir gehen aber auch hier mal ganz kurz auf die Leistungseckdaten. Ich glaube, auch hier muss ich jetzt das erst wieder zurücksetzen, damit ich es wieder draufladen kann. Ein bisschen blöd, aber ja, hier sehen wir es. Also 250 kW hat der 1er M Coupé in der Serie. Das Ganze steigert sich auf 316 kW. Das müssten dann um die 430 PS sein ungefähr.
Also wir haben ein bisschen weniger Leistung, als wir gerade eben im Audi TT hatten. Drehmoment steigert sich von 451 auf 569 Newtonmeter Drehmoment. Und das Gewicht ist hier auch ordentlich abgespeckt worden. Fast 300 Kilogramm weniger, also 298 Kilogramm, wenn man es genau wissen möchte, speckt er ab hier. 1,2 Tonnen schwer. Gewichtsverteilung bleibt nahezu identisch und einem sehr, sehr guten Wert. Und ja, ich würde sagen, wir installieren das natürlich und wir gehen direkt mal raus. Auch hier werde ich erstmal ein oder zwei Rennen fahren, bevor wir dann die Teststreckenrunde uns anschauen. Natürlich ein bisschen fies jetzt, muss ich sagen. Der TTS von Arthur hat sowas von gerade dominiert und gerockt. Also das ist wirklich Next-Level-Shit gewesen. Da jetzt natürlich ein heckangetriebenes Fahrzeug dann als Tuning als nächstes zu haben, da hat das Fahrzeug natürlich jetzt eigentlich schlechte Karten, aber das nehme ich einfach auch schon mal vorneweg. Nur 24-Stunden-Racer hat auch hier einen echt guten Job gemacht. Natürlich auch wieder am absoluten Limit das Ganze getestet und ausführlich getestet auf unserer Teststrecke. Habe ich natürlich auch hier wieder Sachen gefunden, wo ich gemerkt habe, okay, hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber auch hier wieder einfach vorneweg im Prinzip der Disclaimer. Es ist halt auch immer sehr, sehr, sehr vom Fahrer abhängig, vom eigenen Fahrstil abhängig. Und man muss ja auch immer sagen, okay, vielleicht war das auch extra so gewollt vom nur 24-Stunden-Racer. Und zwar, was mir aufgefallen ist, natürlich, klar, wir haben ein heckangetriebenes Fahrzeug. Natürlich muss man da ein bisschen mit mehr Gefühl fahren, das ist auch alles gar kein Problem. Und man kann mit dem Fahrzeug auch wirklich sehr, sehr gut am Limit agieren. Sehr, sehr gutes Einlenkverhalten, sehr, sehr gutes Verhalten in schnellen Kurven. Problem allerdings bei dem Fahrzeug ist, das Heck lenkt mir tatsächlich einen Ticken zu viel mit ein. Sprich, wenn man zu hektische Lenkbewegungen macht, wenn man zu schnell Lastwechsel hat, also wie in so Schikanen, gibt es jetzt nicht so viele in Horizon 4, aber wenn es mal eine Schikane gibt oder wenn man mal wirklich einen schnellen Lastwechsel von links nach rechts oder umgekehrt ausführen möchte, dann kann das ganze Ding schon ein bisschen instabil werden. Und daher hätte ich jetzt so als kleinen Tuning-Tipp gleich vorneweg an den nur 24-Stunden-Racer mitgegeben, vielleicht minimalst den Sturz abändern. Also wir können ja ganz kurz mal die Telemetrie gehen. Da sehen wir nämlich zum Beispiel, er hat hinten, wenn ich jetzt kurz mal gerade fahre, so knapp minus 1,3 Grad Sturzwinkel hinten. Da vielleicht auf 1,2, also minus 1,2 gehen. Also nicht viel, es ist nur minimal, vielleicht ein bisschen reduzieren. Einfach nur ausprobieren. Es kann natürlich sein, dass das komplette Fahrverhalten dann zerstört wird. Deswegen sage ich nur, ich würde es einfach mal ausprobieren. Je nachdem, vielleicht auch an der Spur das Ganze ändern. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und was ich vor allem aber dem Fahrzeug empfehlen würde, was mir aufgefallen ist, das fällt jetzt hier auf der oder in dem Rennen nicht so auf, was aber insbesondere auf der Teststrecke auffällt, weil unsere Teststrecke doch sehr, sehr viele Bodenwellen hat. Das Fahrzeug ist ein Ticken zu hart abgestimmt, finde ich. Also minimals. Ich rede hier auch wieder von absoluten Nuancen. Und vor allem würde ich aber mit zu hart abgestimmt nicht mal unbedingt die Federn ändern. Ich glaube, die Federn machen das schon ganz in Ordnung. Ich würde tatsächlich einfach mal gucken, dass ich die Druckstufe bei den Dämpfern ein Ticken insgesamt vorne wie hinten ein bisschen weniger mache. Das wäre so mein Tipp, was man machen könnte. Natürlich nicht muss. Wie gesagt, alles fahrstilabhängig und es ist auch nur meine bescheidene Meinung an den Tuner. Aber ansonsten, auch hier muss ich wirklich sagen, absolut gutes Tuning. Macht Spaß zu fahren, macht Spaß am Limit damit zu agieren. Und so ein 1er M finde ich sowieso ein mega geiles kleines Coupé. Da hat man auf jeden Fall seinen Spaß mit. Was mir aber auch besonders gut gefällt bei dem Fahrzeug, ist das, was ich ja gesagt habe, das Heck lenkt so ein bisschen mit. Die Eigenschaft sollte er auch nicht verlieren. Also das nicht falsch verstehen, auch an jeden anderen jetzt hier aus der Community, der sagt, okay, geil, ich schnapp mir das Fahrzeug mal, ich fahre das Fahrzeug mal. Das finde ich relativ geil, dass das Heck so ein bisschen mitlenkt. Gerade wenn es so um enge Kurven rumgeht, mega cool. Also es bleibt trotzdem irgendwo noch stabil. Aber wie gesagt, minimal macht eher mir das zu viel und das kann halt gerade bei Lastwechsel halt so Probleme sorgen. Aber vielleicht, wie gesagt, den Sturz ein bisschen ändern und ja, den Sturz ein bisschen ändern, eben vielleicht an der Spur mal gucken. Also nicht vielleicht alles auf einmal ändern, sondern einfach mal gucken, wo man oder wie man genau diese Eigenschaften
Ticken entschärfen kann. Eben Druckstufe würde ich auf jeden Fall auch minimalst ändern. Vorne so wie hinten, also gar nicht jetzt sagen, ich will das Verhältnis verändern. Das ist schon okay so. Und ich glaube, dann könnte man noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln. Und ich glaube, dann passt das Ganze auch sehr, sehr gut. Aber auch diese Einsendung, das möchte ich ja noch mal klarstellen, absolut top. Wirklich, absolut top. Top-Tuning. Macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Leistung ist da. Und gerade bei dem wenigen Gewicht reicht die ja auch absolut aus. Und er hat ja auch geschrieben, ja, so auf dem Niveau, Leistungsindex-Niveau von einem 570S McLaren. Und zum Glück sind wir in den 570S in der Serie schon auf unserer Teststrecke gefahren. Das heißt, wenn wir jetzt dann gleich auf die Teststrecke springen, dann können wir ja mal gucken, ob er es denn schafft, tatsächlich dann auch eben diesen 570S zu schlagen, der ja halt doch nochmal ein bisschen mehr Leistung hat. Aber zunächst fahren wir jetzt erstmal dieses Rennen. Ich könnte mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, das weiß ich jetzt nicht, hätte ich jetzt auch machen können, aber das ist auch nicht so wild, dass wenn man jetzt ein Rennen nicht in der Sommerjahreszeit fährt, also da, wenn dann der Asphalt ein bisschen kühler ist und nass ist vielleicht auch noch, also im Frühling oder im Herbst, könnte ich mir vorstellen, dass halt das Fahrzeug eben diese Eigenschaft halt ein bisschen nicht, also dieses, dass das Heck ein bisschen einen Tick zu sehr mitlenkt, noch mehr zur Geltung kommt und das wäre halt ein bisschen schade. Jetzt hier im Sommer macht es nicht so das Problem, aber ich könnte es mir halt vorstellen. Aber wie gesagt, das an nur 24-Stunden-Racer, das musst du selber wissen. Wenn du sagst, nee, das ist schon so richtig und das passt zu meinem Fahrstil und so weiter, dann will ich nichts gesagt haben, ganz und gar nicht. Das ist einfach nur das, was mir so aufgefallen ist. Und manchmal hilft es ja auch, wenn nochmal jemand anders drüber schaut und mal seine Meinung dazu abgibt. Und vielleicht ist es dann auch immer so der, diese eine kleine Meinung, dieser eine kleine Schritt, um das Ding irgendwo perfekt zu machen, auch für sie selber perfekt zu machen. Und dazu ist ja dieses Format auch da. Und dass das Tuning absolut gut funktioniert, gerade jetzt hier durch diese engen Kurven. Das zeigen wir in diesem Rennen, indem wir einfach mal die Konkurrenz sowas von deklassieren. Und deswegen will ich da auch nochmals betonen, Bombentuning, absolut. Die Kritik ist auf jeden Fall auf pingligstem höchstem Niveau. Das kann man auch immer wieder sagen, das soll ja auch einfach auch nicht besser wisserisch klingen. Weil das ist halt, wie gesagt, das ist auch wie Kunst, so ein Tuning. Das ist immer sehr, sehr nach eigenem Geschmack bedingt, nach eigenem Fahrstil bedingt. Da muss der Tuner immer selber wissen, ob man diese Kritik in Anführungsstriche annehmen kann, ob man die umsetzen kann oder ob halt man es eben nicht kann. Gut, Leute, auch hier würde ich einfach mal sagen, ich habe, glaube ich, alles Wichtige dazu gesagt. Dadurch, dass wir jetzt zwei Rennen jeweils gefahren sind und nicht nur ein Rennen, können wir auch die Teststreckenrunde hier im Stillen uns anschauen. Und da hier ja auch der Serienmotor verwendet wurde, der nur ein bisschen aufgebohrt wurde, können wir auch hier mal reinhorchen, wie denn der Reihen-Sechszylinder vom M1 Coupé, M1 sage ich schon, 1er M, so rum muss man es formulieren, so klingt und vor allem, was auch für eine Zeit rausgekommen ist, deswegen ab auf die Teststrecke.
Und da haben wir die Zeit, eine 2 Minuten 3902 und damit ist dieses Tuning für seinen ja, Leistungsindex, würde ich sagen, auch auf jeden Fall top unterwegs. Und wenn ihr mal ganz unten auf der Liste schaut, da haben wir den 570 SQB und ich würde sagen, ja, den haben wir geschlagen, den hat nur 24H Racer auf jeden Fall mit seinem Tuning besiegt. Und jetzt wollen wir aber natürlich noch wissen, wo sortiert sich das Fahrzeug auf der RTT-Bestenliste ein. Und ja, da würde ich auch sagen, für den Leistungsindex auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Platz mit einer sehr, sehr guten Zeit. Ja, Leute, dann sind wir aber auch am Ende angekommen in dieser RTT-Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmals der Hinweis, falls du ein Tuner, ein Designer oder auch eine Kombination aus beidem bist und dementsprechend auch was einsenden möchtest, dann schick gerne, gerne was ins RTDT-Formular mit ein. Da auch der Hinweis, das Formular wurde nochmals geupdatet, was die Autoauswahl betrifft. So sollten jetzt eigentlich alle Autos zur Auswahl stehen, die es aktuell im Spiel gibt oder die auch in den nächsten Tagen noch ins Spiel kommen, wie zum Beispiel der neue BMW Z4. Da könnt ihr natürlich noch nichts einschicken, weil ihr den noch nicht habt, aber es ist schon mal eingetragen. Das gleiche gilt auch für das TWIF-Formular. Da auch der Hinweis, das TWIF-Formular ist das Auto-Wunsch-Formular. Das ist für die Leute, die sagen, hey, tunen kann ich nicht, tunen überlasse ich lieber dir, Ray, aber ich würde trotzdem ganz gerne dieses eine Auto sehen. Dann kannst du dir darüber ein Auto wünschen. Also auch dort sind jetzt alle Autos normalerweise eingepflegt. Sollte euch aber ein Auto noch fehlen in der Liste, dann schreibt es gerne hier in die Kommentare oder überhaupt in irgendein aktuelles oder unter irgendein aktuelles Video. Dann werde ich das natürlich noch nachbessern. So, das war es jetzt aber wirklich. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Und an Arthur und an nur 24 Stunden Racer, vielen, vielen Dank für deine Einsendung, für eure Einsendung, Entschuldigung. Mega geil, hat super viel Spaß gemacht. Und vielleicht könnt ihr diese ja, kleinen Tipps vielleicht tatsächlich noch anwenden. Vielleicht werden dann eure Dinge tatsächlich nochmals besser. Das wäre natürlich schon ein Träumchen. Gebt mir da auch gerne Bescheid. Falls dem so wäre, dann gucke ich mir das sehr, sehr gerne nochmals an. So, jetzt bin ich aber wirklich raus. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag noch und natürlich auch noch eine schöne Restwoche. Morgen wird es natürlich wieder eine Folge geben, das ist klar. Ich bin trotzdem raus. Mach's gut. Ciao.